zum Filmfilm, liebe Zuschauer. Flammendes Inferno, ein aufwendig produzierter und sehr spannender Actionfilm, der nichts für schwache Nerven ist. Die Situation in diesem Film gleicht nämlich einem klassischen Albtraum. Im 80. Stockwerk eines Hochhauses bricht während der Feier einer großen Festgesellschaft ein Feuer aus. Und ausgerechnet dann zeigt sich auch noch, dass bei den Sicherheitsvorkehrungen für solche Fälle gründlich gespart worden ist. Ja, und damit sind wir schon bei unserer Filmfrage. Wir wollen von Ihnen heute nämlich wissen, wie das Feuer denn letztendlich gelöscht wird. Die Antwort auf diese Frage schreiben Sie wieder auf eine Postkarte und die geht an Sat.1, Kennwort, Filmfilm in 6500 Mainz 500. Ja, und das Ganze soll sich für Sie natürlich auch lohnen. Zu gewinnen gibt es wieder eine tolle Reise und die sieht so aus. Das Magazin Urlaub und Fischerreisen laden Sie ein. Sie fliegen nach Gran Canaria ins 4-Sterne-Luxushotel Palm Beach, mitten in den herrlichen Dünen von Maspalomas. Sie wohnen zu zweit 2 Wochen lang im luxuriösen First-Class-Zimmer und das mit Halbpension. Ja, eine Erholung, die Sie sicher brauchen, denn wie gesagt, unser Filmfilm ist heute nichts für schwache Nerven. Flammendes Inferno wurde mit 4 Oscars ausgezeichnet und wartet, wie Sie jetzt gleich sehen werden, mit einer riesigen Starbesetzung auf. Viel Spaß dabei!